Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Haniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir uns aufgemacht zum Turm des Manas, weil da soll irgendwie Luna, glaube ich, sein. Aber dann ist es noch, ja, wir müssen noch einen Geist finden und ich hatte keine Ahnung, wo der ist. Buah. Aber davor waren wir noch in der Toys Mine, haben wir so eine kleine Nebenquest mit Persea gemacht und Exvius und dass sie nicht Exvius hassen soll. Und ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Auf meinem Fernseher ist der Kopf von Lloyd abgeschnitten. Also man sieht gar nicht den Kopf, aber jetzt, wo ich so links auf meine Aufnahme sehe, dann sehe ich nur noch den halben Kopf. Also ja, komisch. So, wir haben besagten Geist gefunden, hoffe ich. Ich hoffe wirklich, der ist zu Hause, ne? Sonst kriege ich die Krise. Der Tempel der Dunkelheit, der hoffentlich letzte Geist, den wir noch vor Aska und Luna finden müssen. Oh, es ist stockfinster. Es scheint, als hätte der Elementargeist der Finsternis einen gewaltigen Einfluss auf diese Gegend. Mann, ist das dunkel. Wahnsinn. Was? Au, 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 au. Mein athletisches Füßchen. Wir können so nicht weitergehen. Lass uns beim Institut für Elementarkräfte nachfragen. Wir haben ja schon... Die haben ja schon Untersuchungen durchgeführt und wir sollten... Also wissen, wie man Licht in diese Finsternis bringt. Wo ist das? Sag mir, wo das ist. Das ist eine gute Idee. Komm, lass uns wieder nach draußen gehen. Okay. Hey, mein Fuß. Wo ist dieses Institut? Ihr könnt mir doch nicht nach so vielen... Ich spiele das hier nicht innerhalb von ein paar Tagen. Ich spiele das schon auf Monate verteilt. Ihr könnt doch nicht verlangen, dass ich jedes Mal genau weiß, wo der Ort ist, den ihr erwähnt. Ey. Ihr müsst mir schon sagen, wo das ist. Shadow, okay. Jetzt wissen wir schon mal den Namen. Da macht sich die Gruppe auf den Weg nach Meltokio. Super. Vielen Dank, dass ihr mir das auch sagt. Ja, jetzt muss ich wieder hier die Gegend drin. Eieiei. Bitte macht das kurz und schmerzlos. Gehen wir zum Forschungsinstitut für Elementarkräfte. Leute, vergiss nicht, dass nach uns gesucht wird. Geh nicht an Orte, die schwer bewacht werden, okay? Ich weiß. Ich habe ja schon versucht, letztens hier durchzugehen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wenn wir schon hier sind. Scheint ja mal wieder Neues zu kommen, oder? Was? Schwarzes Satar. So, ich muss mein Zeugs mal aufstocken. Sie eigentlich nicht, aber warum nicht? Das ist das Leben, jetzt habe ich keinen Platz mehr. So, das... Boah, wo war das nochmal? Was zum Teufel? Kratos! Da läuft der Anfang rum, als wäre nichts. Ich habe gehört, dass das gesegnete Holz nur in der Gegend von Rosette wächst. Stimmt das? Ja. Das heißt dann also, dass es kein gesegnetes Holz mehr gibt? Das Holz, das ich geschlagen habe, wird in der Kirche gelagert. Das ist also tatsächlich der letzte Rest. Dann habe ich wohl keine Wahl. Was? Warte! Warum sorgt sich Kruxis um gesegnetes Holz? Weil es gebraucht wird. Weshalb denn sonst? Gebraucht für was? Ich fühle mich nicht für genötigt, dir das mitzuteilen. Übrigens, Leute, die Pakt mit den Elementargeistern, die ihr derzeit eingeht. Ihr müsst damit aufhören. Ach, und du meinst, das machen wir nur, weil du es sagst? Es ist gefährlich, sich auf Dinge einzulassen, deren Ergebnisse man nicht absehen kann. Das kann dazu führen, dass etwas geschieht, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Aber wenn es doch keinen anderen Weg gibt, beide Welten zu retten, müssen wir es doch tun. Nur Geduld, Leute. Was soll denn das nun wieder heißen? Okay. Was ist gerade passiert? Ja. Das hat sich auch mal wieder gezeigt. So, war das hier? Ja, auch schon nicht mehr. Oh, es war hier. China und die anderen. Wir hätten eine Bitte an euch alle, wenn es geht. Ist der Shadows Tempel?
Bla 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 bla. Ah, schon klar. In diesem Fall müsste ich euch die blaue Kerze nutzen. Blaue Kerze? Es ist eine heilige Kerze, die Macht der Finsternis vertreibt. Habt ihr so etwas hier? Ja, ausgehend von alten Aufzeichnungen könnten wir sie in unserem Labor erstellen. Und können wir sie leihen? Natürlich, es wäre uns ein... Hey, die Typen sind schuld, dass Kate festgenommen wurde. Denen helfen wir nicht. Aber es sind Chinas Freunde. Kate? Was ist mit Kate? Kate soll hingerichtet werden, weil sie Kriminellen Unterschlupf gewährt und mit ihnen bei der Flucht geholfen hat. Oh nee. Unseretwegen? Verdammt! Lloyd, wir müssen Kate retten. Lloyd, ich will sie auch retten. Ja, aber wie? Wie wäre es, wenn wir bei den Wettkämpfen im Kolosseum teilnehmen? Was? Im Kolosseum? Wozu? Es wurden ursprünglich erbaut, um Kämpfe zwischen Häftlingen und wilden Tieren abzuhalten. Es gibt einen Gang, der direkt vom Gefängnis zum Kolosseum führt. Ach stimmt, du warst ja schon mal da drin. Dann beeilen wir uns und retten sie. Okay, alles klar. Kommt Leute, schnell zur Arena. Okay. Hey, ich habe schon geredet, ne? Jo. Kolosseum, da müssen wir hier hoch, ne? Na. Rindfleisch. Warum tut ein kleines Mädchen mit Rindfleisch rumlaufen? Oder Paprika? Ah, tun wir mal wieder ändern. Auch wenn ich ihn gar nicht jetzt dabei habe, aber egal. Wie sieht denn die Levelverteilung mittlerweile aus? Schlecht. Sehr gut. Dann, ja. Weiß ich nicht, von wo sollten wir jetzt da hingehen? Wer wird teilnehmen? Weiß ich nicht. Riegel? Vielleicht? Leute. Ich mach's. Oh, aber ihr seid die Gesuchten. Kümmern Sie sich nicht um unwesentliche Details. Die Teilnahmegebühr beträgt 5000 Gold. Stimmt's? Ja, das stimmt, aber ihr seid die Gesuchten. Tut mir leid, ihr könnt dieses Mal nicht teilnehmen. Ach so. Was machen wir bloß, Leute? Wir können Kate nicht retten. Erstmal speichern. Verdammt. Das ist vielleicht etwas gemein, aber geben wir der Dame an der Anmeldung doch eine kleine Spende. Spende? Wenn sie plötzlich 10.000 Gold in den Händen hält, ist sie bestimmt ganz schnell auf unserer Seite. Hihihi. Oh, ich habe natürlich nicht so viel. Ich könnte so im Bogen kotzen. Ich habe nicht Boden gesagt, ich habe eben Bogen gesagt übrigens. Oh, gibt es hier neue Sachen? Nö, okay. So, was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Ja, entbehrlich. Sag ich mal, habe ich irgendwas hier? Ich weiß. Ich bin geizig, ich weiß. Was? So, jetzt haben wir 10.000 und nichts mehr anderes. Irgendwas sagt mir, es hätte auch eine Alternativmöglichkeit geben können, aber was soll's. Wenn wir teilnehmen? Leute. Ich mach's. Oh, boah, ein Gott. Ich sollte vorlesen, ne? Machen Sie es mit dem Rest, was Sie wollen. Also, kann's losgehen? So wird also Geld verwendet. Ach, so wird also Geld verwendet. Nein, eigentlich nicht. Hallöchen, na. So, sieh dir ruhig deine Waffen aus. Sie sind allerdings alle alt und abgenutzt. Wenn du so weit bist, sprich mit der Wache. So, was machen die anderen? Die schleichen sich rein, oder was? Keine Sträflinge, was? Dann sind wir ja umsonst hier. Hey, ich will mit dir reden. Mann mit purpurner Frisur. So, bist du bereit? Ja, irgendwie, glaube ich, ja. Ich verliere, muss ich halt wieder bezahlen, ne? Wäre richtig blöd.
Alles klar, kommt her. Das ist die Bosskampfmusik. Nein. Okay, du kannst zaubern, da geht mir jetzt schon auf den Nerven. Zurück bin ich gleich im Overlimit. Oha. Kann ich Items einsetzen? Nein, kann ich nicht. Wie gesagt, das sind alle Gegner. Fähigkeit halten. Tempest Beast. Sehr schön. Mein Gott, wie viel halten die denn aus? Da komm mal her. Fähigkeit halten. Beast Sword Rain. Ja, sehr schön. Ich bin so gut wie tot. Da war nur ein Kampf, ne? Ja, ich hoffe, kommen da noch mehr Kämpfe? Gar nicht so schlecht. War's das schon? Okay. Nun? Jetzt kann ich auf einmal da rein, oder was? Was machst du denn hier? Es ist unsere Schuld, dass du festgenommen wurdest. Also haben wir beschlossen, dich zu retten. Danke, aber es ist schon okay. Nichts ist okay und alles andere können wir später besprechen. Jetzt erstmal raus hier. Beeilung. Na gut. Danke. Was soll sie denn jetzt machen, nachdem wir sie gerettet haben? Hast du Familie? Meine Mutter ist tot. Mein Vater ist... Nein. Nein? Wie meinst du das? Ich möchte euch meinen Gefallen bitten. Bitte bringt mich nach Rosette. Rosette, das liegt in Trümmern. Bist du sicher? Ja, bitte. Dort wurde ich geboren. Na gut. Oh Gott sei Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt, obwohl ich doch diejenige war, die Experimente an bisher durchgeführt hat. Wir sind hier, weil du uns bei der Flucht geholfen hast und deswegen hingerichtet werden sollst. Du bist... Da müssen wir doch dich retten. Auch wenn ihr wüsstet, wer ich wirklich bin? Wer du wirklich bist? Meine Mutter war eine Elfe. Mein Vater ist ein Mensch und ist derzeit der Patriarch der Kirche von Mattel. Dein Vater ist der Patriarch? Hast du ein Glück, dass du nach deiner Mutter kommst? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Er wollte seine eigene Tochter hinrichten lassen. Das ist ja furchtbar. Aber es war doch der Patriarch, der bestimmt hat, dass alle Halbelfen, die Straftaten begehen, mit dem Tod bestraft werden. Was? Wie konnte er so etwas nur tun, wenn seine eigene Tochter eine Halbelfe ist? Hey, hey, ich kann doch nichts dafür. Dafür wird er büßen, das schwöre ich. Warte, tut mein Vater nichts an. Warum? Er hat dir doch auch genug angetan. Aber er ist immer noch mein Vater. Als mein Vater mir befahl, Experimente durchzuführen, um Exvers in Kruxiskristalle umzuwandeln, war ich überglücklich. Mein Vater brauchte mich endlich. Das verstehe ich nicht. Das kann ich einfach nicht verstehen. Kenneth, beruhige dich. Aber ich glaube, ich kann das schon irgendwie verstehen. Colette, als ich Remil noch für meinen Vater hielt, war ich glücklich, als er endlich zu mir kam, obwohl ich wusste, dass ich dafür mit dem Leben bezahlen musste. Ich werde hier in aller Ruhe eine Weile über meinen Vater und Halbelfen nachdenken. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Und Presea. Ja? Also, es tut mir leid. Es ist so traurig. Warum musste es so kommen? Zwei entgegengesetzte Kräfte werden immer Konflikte auslösen. Silvan und Tetala, Elfen und Menschen, Himmel und Erde. Und diejenigen, die zwischen den Kräften stehen, werden geopfert. Halbelfen der göttlichen Keim und auch die Auserwählte.
Man kann doch nicht einfach behaupten, es sei okay, jemanden zu opfern. Aber von zwei Personen wird immer einer der Macht des Stärkeren geopfert. Und so ist es auch mit Nationen und Welten. Gleichberechtigung ist eine Illusion. Geburt, Status, Aussehen, Rasse, man wird von diesen Dingen geprägt. Aber es haben doch alle das gleiche Herz. Jeder ist verletzt, wenn er zurückgewiesen wird. Aber die Leute vergessen das. Das gleiche Herz? Ja, wenn nur alle in ihrem Leben so über andere denken würden. Leute können sich ändern, ganz allmählich. An diesem Glauben müssen wir festhalten und tun, was in unserer Kraft steht. Ja, im Moment können wir uns nur auf die Trennung der Mana-Konnexe zwischen den Elementargeistern konzentrieren. Genau, holen wir uns die blaue Kerze aus dem Forschungsinstitut für Elementarkräfte, damit wir einen Pakt mit Shadow schließen können. Ah. Da seid ihr ja wieder. Wir haben Kate auf ihren Wunsch hin nach Rosette begleitet. Aha, hier war auch ganz schön was los. Kates Entkommen und das Ansehen des Patriarchen schwer angeschlagen. Wey, werden alle furchtbare Angst, verhaftet zu werden. Oh je, wir waren schon weg, als das losging. Hier ist die blaue Kerze. Danke. Jo, kein Problem. Nein, wir haben zu danken. Jetzt können wir uns mit Shadow befassen. Ja, danke, wir werden sie zu gebrauchen wissen. Viel Glück, China. Alles klar, wir haben eine blaue Kerze. Was macht sie? Sie leuchtet blau. Alles klar, dann auf zum Tempel der Dunkelheit, zu Shadow. Können wir schon mal reinschnuppern, was da los ist? Ja, okay, die paar TP von Lloyd. Aufgeschissen. Habe ich noch. Ja, Tränke des Lebens habe ich noch, sonst hätte ich ja vorhin nicht welche annehmen können. Nicht welche annehmen können. So, dann endlich mal rein da. So, das Leben, das sie wählte. Ja, Leute sind ein guter Mensch. Wir müssen trotzdem Shadow suchen. Ich meine, besiegen. So, jetzt kommen wir endlich hier rein. Ich könnte auch den Part hier beenden. Und ja, dann könnten wir wieder den nächsten Part da anfangen. Okay, lass uns die blaue Kerze ausprobieren. Los, leuchte blau! Es sollte reichen, jetzt können wir diesen Ort erkunden. Es ist irgendwie. Ja, die Aura des Mana, ja, die Kraft ist verglichen mit den anderen Siegeln nicht stabil. Wir werden herausfinden, was vor sich geht, wenn wir weiter hineingehen. Rain hatte irgendwie so Bedenken, so wie das aussah. Sieht schon richtig aus, gehen wir mal. Truhe! 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 Level 2, was soll ich mit Level 2? Okay, könnte man wahrscheinlich irgendwie. Ich hätte gern irgendwie so eine Versicherung, dass man irgendwie so oft wie möglich kaufen oder finden kann oder irgendwie sowas. Bevor ich irgendwie mal welche lösche oder zwei gleiche nochmal irgendwo reinpacke. Ich hoffe, das ist nicht falsch, oder? Das wäre ja blöd irgendwie. Ja, dann. War da was? Ne, ne. Komisch aus, ja. Egal. Okay. Focus this. Was zum. Was bist du?
Ist das ein Monster? Nein, das ist ein Elementargeist. Das ist der Elementargeist der Finsternis, Shadow? Er ist schwächer als die anderen Elementargeister, nur ein etwa Fünftel der Kraft. Das Mana ist sogar noch unstabiler als draußen. Ja. Meine Hand geht durch ihn hindurch. Kann es sein, dass die Macht des Elementargeistes aus dem Siegel ausgelaufen ist und diese Form angenommen hat? Heißt das, dass wir, wenn wir dieses Fragment von Shadow nicht zum Siegel bringen, wir nicht in der Lage sein werden, einen Pakt mit Shadow zu formen? Schaut euch diesen wundersamen Kristall an. Wie funktioniert er? Mit Magietechnologie? Ist es sogar die Macht des Elementargeists? Schwester. Leute, sieh mal, der kleine Kerl verträgt kein Licht. Aha, es ist der Elementargeist der Finsternis. Daher mag er kein Licht. Wow. Da müssen wir den Weg finden, den Elementargeist ins Innere zu locken. Vielleicht funktioniert er ja, wenn wir alle fünf Schattenbabys in den offenen Bereich unterhalb dieser Ebene versammeln. Wir können sie dann nach unten zum Siegel führen, ohne sie voneinander zu trennen. Okay, lass uns loslegen und sehen, was wir tun können. Professor, gehen wir jetzt. Aber ich habe meine Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Okay. Ich dachte, du willst mir folgen oder irgendwie was. Hier kann man nicht hin. What? Okay. Was zum? Warum bist du näher? Was haben wir denn noch nicht? Rising Falcon immer noch? Oder verbraucht aber so viel TP, Mann. Ja, ich bin am Spam. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Keine TP. Wie konnte das passieren? Oh, ich krieg aber 12 pro Gegner. Tempest Frost. Mein Gott, jetzt lernt man nur Sachen. Ich kann gar nicht hin. Dann gehen wir. Ich dachte, man könnte hier runterrutschen. Das wäre voll geil gewesen. Was hat denn? Sieht aus, als könnte man hier durchgehen. Ich sehe mal nach. Du gehst allein? Dir wird doch wohl nichts passieren. Haha, macht euch keine Sorgen. Ich bin gleich zurück. Wartet hier. So. Ich frage mich, wie er funktioniert. Ich versuche es als erster. Hat sich etwas getan? Ich frage mich, was das ist. So. Aha, jetzt kann ich ihn bewegen, oder was? Aha. Sehr schön. Ich glaube, ich habe was gemacht, was gut ist. Schon direkt wieder da. Können wir mit dir machen? Hey, Hallöchen. Du blöd wie ich, verpiss dich. Nochmal er. Mach nochmal was. Okay, da kann der wahrscheinlich. Ja. Ja, warum sollte ich das greifen? Da unten ist ja blöd. So, mach mal das hier einfach. Hey, wahrscheinlich nur Dekoration. Hätte ein Speicherpunkt. Was? Hey. Hey, der Stein, den wir eben gedrückt haben, hat sich, ist wieder da. Boah, ich muss voll niesen, ey. Nium. Bonk. Okay. Muss. Jetzt folgst du mir, oder was?
Geh weg. Komm hier hin. Komm wieder hier hin. Ah! Ja, was mache ich jetzt mit dem Teil? Komm mit. Ja. Geh weg, du gehst mir auf den Nerven. Boah, du blödes Viech. Zum Teufel? Was hat denn für ein Viech? Oh, leck mich. Vielleicht sollte ich so ein TP-Verbrauch-Ding hier lieber nehmen. Ja. Wo ist es? Ich gerade einen Dragon Rage. Habe ich nicht gesehen, Mann. Okay, Lloyd hat in der letzten Folge verdammt viel gelernt. Level Plus, jawohl. So, dann nehmen wir mal Presaya. Komm mit. Los, geht da hin. Dann nicht. Puh. Ich will auch gar nicht, dass du da hingehst. Ich wollte schon sagen, wenn du mir schon wieder die ganzen Animationen zeigst, ne? Und nun? Ach, da. So. Ja. Guck mal, was hier unten ist. Da ist ein Speicherpunkt. Sehr schön. Ich irgendwie jetzt verlangen, die aufs Maul zu geben. Weiß nicht. Wir versuchen, Presaya-Ding jetzt hier noch zu. Ah, ey, ich glaube schon. Rutsch. Boah. Sehr schön. Nicht gemacht. Okay. Sehr schön. Noch dreimal noch. Eins. Zwei. Drei. Lern was Neues. Wo bin ich? Was zum Teufel? Ich war in dem Sarg drinne. So, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, ich mache das Licht aus. Speicher hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.